Am Tag des Religionsstifters treffen sich die wissbegierigen Bürger Marburgs, um sich über die verschiedene Religion zu informieren. Der Sinn dieser Veranstaltung ist, das friedliche Zusammenleben der Religion zu fördern. Auch der verheißene Messias, a.s., förderte den interreligiösen Dialog. Sein Werk, Die Philosophie der Lehren des Islams, wurde auf der World Conference of Religions im Jahre 1896 vorgetragen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Walid Kalon. Ich werde Sie hier heute mit der Rezitation des Heiligen Koran wurden die Gäste in der Halle empfangen. Bismillahirrahmanirrahim. Unter vielen Ehrengästen war Herr Ergon Waupel, Oberbürgermeister Stadt Marburg. Sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen die Menschen mit ihrer gesamten Persönlichkeit wahrnehmen und sie auch annehmen. Wir müssen den Menschen in unserer Stadt, egal wo sie herkommen, egal welcher Hautfarbe sie sind, mit und egal welcher Religion sie sind, mit Respekt begegnen. Herr Burkhard zu Nieden, Vertreter der Evangelischen Kirche Marburg. Ich wünschte, ich könnte diese Aussage über das Christentum auch treffen. Das kann ich aber aus mehreren Gründen nicht. Herr Amnon Orbach, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Marburg. Aber er hat Abraham gewählt, der erste Monotheist zu sein. Und Abraham ist auch der erste Monotheist. Herr Björn Hunstjek, Vertreter der buddhistischen Gemeinde Shambhala Marburg. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat bisher entgegengebracht hat. Nationaler Amir Abdullah Uwe Wageshauser hatte die Ehre, die Lehren des Islams und der Ahmadiyya zu vertreten. Den heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam beziehen kann, ein Menschen in der Geschichte, über den wir mehr wissen als über irgendeinen Menschen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen in der Geschichte, über den so viele Details bekannt sind. Selbst wenn wir große Personen aus der Geschichte jetzt uns vornehmen, selbst wenn wir in die neue Geschichte zurückgehen, wir wissen über Bismarck nicht so viel wie über den heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Gespannt lauschten die Gäste den Podiumsbeiträgen zu. Ich fand es interessant, die Ahmadiyya mal kennenzulernen und ja, ich habe einen Eindruck bekommen. Ich habe den Eindruck bekommen, dass das eine recht offene Religionsgemeinschaft ist. Ich habe mich wohlgefühlt hier, muss ich sagen, sehr freundliche Menschen. Ich fand die Podiumsveranstaltung insgesamt sehr gut gemacht. Ich fand die Beiträge gut. Auch die Fragen der Gäste wurden von Amir Sahib persönlich beantwortet. Friedvoll ging es auch hier bei der Veranstaltung zu. Wir haben uns gegenseitig kennengelernt. Wir haben von uns gegenseitig mit Sicherheit Neues erfahren, was wir noch nicht wussten. So wie ich beispielsweise von der Jamaat-Gemeinde hier in Marburg. Wir haben von der Gastfreundschaft erfahren. Und wir haben, ich glaube, können alle von diesem Abend mitnehmen, wenn wir miteinander im Gespräch sind, wenn wir miteinander reden, dann können wir in der Stadt sehr gut zusammenleben. Ich fand es sehr interessant, mal von verschiedenen Religionen etwas zu hören, weil ich denke, es ist wichtig, dass man ja andere Religionen als Freund sieht, weil nur unter Freunden kann man Probleme auch ansprechen. Wenn wir uns gegenseitig verfeinden, gewinnen wir nichts. Deswegen finde ich solche Veranstaltungen gut. Anschließend gab es eine Kleinigkeit für die Gäste.